Was ist los? Sind Sie Herr Leitz? Ja, klar, wer ist da? Daniel Leitz am Apparat von der Firma Blockchain. Wie geht es Ihnen heute, Herr? Nochmal, wer ist da? Wie ist der Name? Daniel Leitz ist mein Name von der Firma Blockchain. Können Sie mal die Socke aus dem Mund nehmen, bitte? Ist das möglich? Wie bitte? Ha? Die Socken bitte aus dem Mund nehmen. Ich kann sie nicht verstehen. Sorry, aber was willst du mit so einer reden? Die hat doch wirklich irgendwie, entweder hat die Strickzeug dabei und hält die Wolle mit den Zähnen fest oder keine Ahnung was. Teebeutel, hat kein Geld hier für Teekanne, die braut sich das Zeug in der Schnauze zusammen oder nein, ich will gar nicht dran denken. Wer da noch? Nein. Ha? Wer ist da? Chris Williams. Chris, freut mich, wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Wie geht's mit dir? Ah, alles bestens, alles bestens. Was machst du? Musst du so spät noch arbeiten? Jetzt mache ich gar nichts. Ah, ich auch. Ich telefoniere nur, also. Finde ich cool, das mache ich auch gerne. Haben wir gemeinsames Hobby? Sehr, sehr gut. Hobby, was ist dein Hobby? Telefonieren. Telefonieren ist ein Hobby. Das ist nicht mein Hobby. Wir haben ganz andere Hobbys. Was denn zum Beispiel? Verschiedene Hobbys haben wir. Was denn? Mein Hobby ist Musik hören. Das siehst du auch gleich. Ja? Du hörst noch Musik von meinem Apparat, glaube ich. Ja, ich höre immer Musik bei deinen Apparaten. Aber gut. Ist das die Musik? Dir diese Musik? Nein, ich mag diese Musik gar nicht. Ah, geil. Welche Musik magst du? Volksmusik, so Heino und so, Beethoven. Volksmusik, oh, gut, gut. Ich mag es nicht. Und am liebsten mag ich die... Ich höre nur moderne elektronische Musik und so. Ach so, was, am liebsten mag ich ja die Hymne von Russland und Kasachstan. Das ist beste Musik. Ach gut, wo kommst du her? Aus Russland. Ich hasse die Russen. Warum? Was habt ihr Franzosen gegen die Russen? Franzosen, ich bin kein Franzose. Aber du bist doch in Frankreich. Nein, ich bin in Berlin. Du bist in Berlin, wo? Ey, warum hast du mich. Ey, du hast mir abgeschoben, dass du nicht aus Berlin bist. Jetzt lügst du ihn schon wieder an. Warum machst du das? Ich lüge immer. Das ist mein Job. Ja, das weiß ich, dass das dein Job ist. Aber es ist schön, dass du dich Zeit für mich nimmst. Ich rufe von Fernsehturm aus Berlin. Ich setze gerade da rein. Im Fernsehturm? Warte, ich schicke Polizei vorbei. Ja, genau. Okay, machst du. Dann kannst du jetzt gerade schon anrufen und schicken. Welche Etage? Was? Welche Etage? Etage. Welche Etage? Letzte Etage. Letzte Etage. Keller, ganz unten oder im Keller, da, bei der Höllenpforte? Die letzte ist ganz oben. Ach so. Kannst du mal runterspringen, nur mal zu gucken, ob das klappt? Nein, mache ich nicht. Warum? Weil hier gibt es auch... Weil beim Runterspringen gibt es auch einen Stop-Loss. Weißt du kannst nicht unten aufschlagen, das hört vorher auf. Ah, gut. Verstehst du? Welche Empfehlungen hast du noch? Welche Empfehlungen ich habe? Ausbildung. Weißt du, Deutschland hat eines der besten Ausbildungssysteme der Welt. Du könntest einen Beruf erlernen. Welche Berufe empfiehlst du mir? Zum Beispiel, ich bin damit interessiert, Wedding-Gestalter zu werden. Ja, warum machst du das? Und Video. Mach das doch. Das mache ich in der Zukunft, ja. Jetzt brauche ich ein bisschen Geld zusammen, dann mache ich das, auf jeden Fall. Ja, aber glaubst du, jemand nimmt einen Mediengestalter, der wegen bandenmäßigem Betrug vorbestraft ist? Das kennt niemand. Ich bin Chris Williams. Niemand kennt meine wirkliche Name und Vorname. Das ist alles. Ja, aber irgendwann... Chris Williams gibt's nicht. Das ist mir klar, dass das nicht gibt. Ich heiße auch nicht Telefonziege, wenn du in meinen Ausweis guckst. Gut, das bin ich, das weiß ich auch. Ja. Ja, ich bin Dimitri, ne, weißt du ja, Dimitri. Dimitri, okay. Und du ich bin Chris. Freut mich, Chris. Und meine Freunde haben gesagt, du wolltest mit mir reden. Was ist los? Nein, diese Freundin wollte mit dir reden. Also der hat das genau gesagt. Ach so. Du hast doch einfach gesagt, du weißt ja genau, dass wir deinen Rechner mit AnyDisk infiziert haben, ne? Wir wissen alles, was du machst. Ach gut.
Glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Ja, versuch das, geht aber nicht. Ja. Schon lange passiert, das läuft alles im Hintergrund. Wir machen gerade ein ganzes Netzwerk kaputt. Na gut, dann mache ich jetzt das Schluss, ja? Mit Anydesk bin ich jetzt raus. Ja, konnte es nicht für etwas machen. Viel zu spät. Kennst du WannaCry, das Virus, Trojaner WannaCry? Wenn du das nächste Mal den Computer hochschaltest, ist alles weg. Na gut, das versuche ich auch gleich. Und prüfe ich, ob es richtig ist. Ja, dann rufe ich wieder an. Okay. Sehr gut, bis später. Ne, bleib mal hier, lass uns lustige Geschichten erzählen. Welche Geschichte? Also diese Geschichte finde ich nicht so lustig. Erzähl mir mal, wie bist du nach Deutschland gekommen? Ich habe ein Ticket gekauft im Internet. Im Internet? Ich fluge nach Deutschland. Von wo bist du geflogen? Von wo bist du geflogen? Von was ich denke wissen, was muss ich sagen? Was? Ich habe von... Kalkutta. Nein. Aus Thailand bin ich geflogen. Aus Thailand? Aus Thailand, ja. Cool. Thailand, ja. Thailand? Wie heißt der König von Thailand? Ja, genau. Kenn ich nicht. Aber dann bist du kein Thailänder, oder was? Sag mir mal, woher kommst du? Das sag ich auf keinen Fall. Warum nicht? Also richtige sage ich nicht. Oder kann ich sagen, ich komme aus Thailand? Kann ich auch sagen, dass ich aus Russland komme? Nein, aber Thailand, hört, ja. man hört, dass du kein Russe bist, blöd. In die Nachhui kenne ich, ja. Das ist so das Niveau, auf dem du dich immer unterhältst. Wie lange musst du arbeiten? Soll ich die Stunden, meinst du, oder? Ja, wie lange? 9, 19, Mitternacht, Nachtschicht? Noch, ich arbeite bei der Nachtschicht, ja, soll ich noch ungefähr 7 Stunden arbeiten. Jetzt noch 7 Stunden? Geht doch keine, telefonieren Leute mitten in der Nacht wirklich mit euch? Jetzt ist natürlich, wir wachen die Leute auf. Das glaube ich dir sofort. Wie viele Leute verarschst du am Tag, sag mal? Musst du jetzt erst nachzählen? Hey. Er ist raus. Schade, der kleine Timmy. Na, ist das? Wer ist denn da? Erich Klassen, mein Name. Was ist die Marine, Hitzlauf? Ja! Grüße. Hallo? Erich Klassen, mein Name. Und ich melde mich... Erika? Erich Klassen. Ah, es ist so laut da drüben. Ich hab's nicht verstanden. Was gibt's denn? Entschuldigung, auf dem Hintergrund. Also ich melde mich wegen dem Schreiben, dass sie Ihnen für das große Jackpot-Finale zugeschickt haben. Haben Sie das Schreiben dann erhalten, durchgelesen? Na, nochmal, was habe ich gekriegt? Ein Schreiben für ein großes Jackpot-Finale. Haben Sie das vielleicht erhalten und durchgelesen? Nein, ich kann mich nicht erinnern, wann war das denn? Vor einer Woche schon. Nein, da ist nichts angekommen. Du bist ja super, dass ich mich doch mal bei ihm melde. Ah ja? Also, denn, das ist ja, wie Sie vielleicht schon wissen, wir von Lotto 6 aus 49 losen jedes Jahr die 200 Bürger, die im großen Jackpot-Finale mit Gewinngarantie mitmachen können. Und diese Nummer wurde ausgelost. Sagen Sie mir bitte, die Nummer gehört doch Ihnen, oder? Ah ja? Ja, dann auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus fürs Finale. Also meine Aufgabe wäre es nur heute Ihnen, die Unterlagen vorzubereiten, damit Sie das alles so schwarz auf weiß innerhalb der nächsten 4 bis 7 Tage auch schriftlich erhalten. Ohne Frage auch an Sie, ja auch an alle anderen Finalisten, liebe Holzler. Welchen Traum oder Wunsch würden Sie sich denn gerne auch erfüllen, wenn Sie einen Jackpot von 53 Millionen Euro knacken? 53 Millionen? Genau. Ah, das ist ja Wahnsinn. Ah, die Kirche braucht eine neue Orgel, da hätte ich der Kirche eine Orgel kaufen. Oh, der Kirche eine Orgel. Ah ja, der Pfarrer hat auch kein Geld mehr. Marina, richtig, oder? Nein, Marianne. Marianne, aha. Ja? Okay. Also konkret, würden Sie denn donieren oder ein bisschen spenden oder... Nochmal! So kaufen. Würden Sie gerne spenden oder direkt, das sagen wir mal so direkt? Die Eugel! Ja. Oh, ich weiß ja nicht, wer sowas baut. Das muss man dann der Pfarrer schon sagen. Mhm.
Okay. Und dann bauen wir ein Haus. Ein Haus, Okay. Wie ist denn die aktuelle Wohnsituation? Eine Mietwohnung, so blöde. Wer war denn immer? Sind denn meisten? Nachbarn. Nachbarn, okay. Wie genau meinen Sie denn die Nachbarn? Nochmal. Wie genau meinen Sie denn die Nachbarn? Also, ah, die Nerven. Die sind immer laut und stinken. Aha. Ah, wie genau meinen Sie stinken? Ah, die kochen immer so komisches Zeug. Ah, also Ausländer oder? Nein, ist mir egal, wo die Leute herkommen, aber jedes Mal, wenn ich das Fenster aufmache, stinkt meine ganze Wohnung. Mhm. Okay. Ich kann mir vorstellen, jeder Mensch träumt davon, sich jetzt eine finanzielle Freiheit gönnen zu können. Ah ja? Keine Sorgen, was. Geld machen zu müssen. So alles kaufen, was er möchte. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall die Daumen, lieber Holzler, für die extra hohen Gewinne, dass Sie sich auch jeden Traum erfüllen. Und ich hoffe auch, bei einem größeren Gewinn mich auch nicht vergessen, will es auf einen Kaffee und Kuchen einladen. Ah ja, ich kann gut Kuchen backen. Perfekt. Was magst du denn gern für Kuchen essen? Jeder von mir aus. Ah, ich bin also da, mein Maulwurfkuchen, den lieben sie alle in der Kirche, sogar der Pfarrer. Maulwurfskuchen? Ja. Okay. Kennst du das? Probiert? Nee. Nicht? Nein. Wie macht man den? Ah, das ist, muss ich mir im Internet eingeben. Das ist schwierig zu erklären, wenn man das nicht kennt. Mhm, okay. Frau Hitler, haben Sie schon mal Lotto gespielt? Nein, mein Mann hat es früher immer gemacht. Okay, was gewonnen? Ah, nichts Großes. Mal 100 Euro, mal 50, einmal 500. Aber er hat ja viel mehr verspielt immer. Okay. Aber es ist viel wichtig, wenn Sie schon spielen, dass Sie auch gewinnen. Ah ja, sonst macht es ja keinen Spaß. Hm? Dass Sie das Spiel hundertprozentig als Gewinnerin verlassen. Nochmal. Dass Sie das Spiel hundertprozentig als Gewinnerin verlassen. Ah, das 100% gibt's ja nicht. Werden Sie gleich sehen. Okay, wegen der größte Vorteil für Sie diesem Finale ist, dass Sie von unserer Seite ausgelost worden sind. Die Nummer wurde bisher ausgelost. Deswegen bekommen Sie von uns als Finalistin die 900 Tipps. Das wären die 75 voll ausgeführten Lottoscheine. 900! Tipps, genau. Mit was machen Sie denn mal Auskurven? Mit Bananen oder Erdbeeren? Ah nein, mit Erdbeeren ist das blöd. Die kann man oben drauf machen. Mhm. Aber für den Teig, da musst du schöne Bananen nehmen. Die günstigen vom Netto sind die beste. Mhm. Da musst du gar nicht lang warten, dass die reif sind. Die sind immer matschig in dem Lade. Mhm. Ja. Okay. Beutler? Ja? Sie haben auch jetzt die Chance, neben den 900 Tipps, also den 900 Hochsquotreihen, auch Ihren persönlichen Tipp durchzugeben. Die 6 Zahlen zwischen 1 und 49, die ich für Sie sehr gerne vermerken kann, als Ihr persönlicher Glückstipp. Also persönliche Glückszahlen, Geburtstage, die ich für Sie vermerken kann. Ja, wann hast du den Geburtstag? Ich? Ah ja? Ich mache aber den 10. Ja, welcher Monat? Also, 9. Ah ja, guck mal, da haben wir ja schon 2 Zahlen. An welches Jahr? Okay. Ich? Ah ja, wer sonst? Ich rede doch nicht mit mir selber. 86. 86? Ich hätte jetzt gedacht, du bist jünger. Nee. Ja, guck mal, da bist du jetzt ja 36. Da kann ich das auch noch als Zahl nehmen. Fast 36. Ah ja, wenn du 86 geboren bist. Fast. Ah ja. Fast. Ah ja, und dann nehmen wir mal noch die 23. Okay. Und die 42. Mhm. Und die 1. Mhm. Habe ich jetzt was gewonnen? Nein, da hat er aufgelegt. Ah, die Hitzel ist gefährliches Pflaster. Guten Tag. Sind Sie Peter Philipp? Wer ist denn da? Hier ist Francesco am Apparat. Ja, und weiter? Oder haben Sie nur einen Vornamen? Ja, genau. Ja,
Kann ich Ihnen erklären, wieso habe ich Ihnen angerufen? Weiß nicht, ob du das kannst. Ich bezweifle. Okay, ich kann. Ja? Ich weiß, dass ich bin ein Ausländer und ich spreche ein bisschen schlecht Deutsch, aber es ist gar kein Problem, glaube ich. Nee, ja, Sie sind nicht rassistisch. Nee, ich bin kein Ausländer, das haben Sie falsch verstanden. Nein, ich bin ein Ausländer. Ja, das ist mir doch egal. Und hören Sie mir zu. Es ist mir auch egal, wer Sie sind, aber Sie haben eine Einzahlung gestern gemacht von 250 Euro. Und deswegen habe ich Ihnen angerufen. Ja, und was jetzt? Und wir werden mit dem Training anfangen. Ja, das ist gut, okay, oder? Okay, super. So, hat mit dem, dass Sie dieses Einzahlung gemacht haben, hat er erklärt, um was es geht und wie es funktioniert? Nein, nicht wirklich. Der hatte schlechte Laune. Er hatte schlechte Laune. Ja, es kam mir so vor. Wir haben auch schlechte Laune, glaube ich. Nein, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch im Prinzip. Sie sind eine wie alt sind Sie? Ich bin über 80, ja? Nein, 74. Noch nicht ganz 80. Ja. Ja, und Sie? So, ich. Ja. Ich bin 20. Oh, seien Sie mal froh, das ist ein schönes Alter. Ja, genau, es ist ein schönes Alter. Auf jeden so, Fall. Ja. Beginnen wir mit dem Thema, ja? Ja, natürlich. So, eine Frage um Sie. So, Sie sind jetzt ein Rentner, ja? Ja. Und als Sie früher, was haben Sie gearbeitet? Schweinebauer. Schweinebauer? Ja, wir haben eine Farm gehabt im Prinzip, ne? Super. Können Sie ein Geräusch von einem Schwein jetzt machen für mich? Es wäre sehr nett von. Oh, ganz wie ein Schwein. Ein Schwein. Ja, können Sie jetzt auch mal ein Schwein machen? Nein, ich kann kein Schwein machen. Warum nicht? Ich bin nicht so ein Mensch, dass ich ein Schwein machen kann. Ja, das ist sehr schade. Ich bin nicht so, vielleicht ich kann nicht ich Ihnen so das artig, beibringen. Herr, ich bin nicht so artig. Du bist nicht artig? Nein, ich bin nicht artig. Das ist ein großes Problem. Ja, wenn ich so viel artig werde, werde ich viele Erfolge in meiner Arbeit haben. Verstehen Sie? Sie meinen, wenn Sie mehr schweinisch wären, hätten Sie mehr Erfolg? So, ja. Lassen wir die Schweine. Ja, Sie haben doch angefangen mit der Schweinerei. Schweinerei. So, Herr. Ja. Ich will Ihnen auch irgendwas sagen. Ja. Drehen Sie jetzt dieses Gespräch? Drehen Sie jetzt dieses Gespräch? Was soll ich machen? Drehen Sie dieses, so. Registrieren Sie dieses Gespräch jetzt. Nee, ich bin bei Ihnen registriert, bei der Firma, ne? Ja, Sie registrieren mir jetzt, was ich sage. Und Ihnen auch. Ich verstehe nicht, was Sie wollen. Ich habe eine tolle Nachricht für Sie, Herr. Ich habe eine tolle Nachricht für Sie. Ja? So, wir haben entdeckt, dass deine Mutter früher gearbeitet hat in einem Puff und Sie sind nicht ein legales Kind. Verstehen Sie? Ach so, und kriege ich jetzt das Kindergeld? Adoptiert, ja, genau. Sie sind nicht Sie haben nicht den echten Vater. Ach so, Sie sind ein Puffkind. Wer ist denn mein Vater? Sie sind Peach, verstehen Sie? Haben Sie meinen Vater Sie endlich gefunden? Ich habe deinen Vater eigentlich gefunden. Ja. Er ist ein Nuttensohn, genau wie Sie. Ja, dann passt das. Er dreht auch Filme. Er ist wie nennt man Deutsch? Ja, das Wort ist auf Deutsch das gleiche, aber du bist auch zu dumm, das auszusprechen. Oh, genau. Ich bin auch sehr dumm, das zu sprechen, genau. Ja, natürlich. Es kommt nicht. Deswegen kann ich Ihnen nicht so sagen. So, und das wollte ich Ihnen sagen. Machen Sie weiter. Das freut mich ganz besonders, dass du hier immer wieder anrufst. Machen Sie solche Filme und stellen Sie in YouTube, weil Sie sind ein netter Kerl. Ja, natürlich. Im Gegensatz zu dir. Nein, ich bin nicht so wie Sie. Du bist kriminell. Ja, du bist hochkriminell. Ich bin sehr kriminell, du Nuttensohn. Ich bin ein Kriminell. Ja, das bist du. Genau. Nicht mal das was kannst du. Nicht was, mal was das kannst du. Machen? Was ich machen werde, du machst dich selber fertig. Ich brauche gar nichts zu machen. Ich brauche doch gar nichts zu tun. Du machst dich doch selber fertig. Ja, ich mache mich selber fertig. Ja, guck mal in den Spiegel. Ja, ich gucke jetzt mal in das Spiel. Ja, pass auf, dass er nicht kaputt geht, ne?
Es geht nicht kaputt, weil ich bin sehr süß. Ich bin nicht wie Sie. So eine Schweinegesicht. Ja? Genau. Machen diese Stimme. Dann müsstest du dich doch wunderbar heimisch fühlen. So, ja. Wie viele Jahre warst du denn schon im Knast, sag mal? Ich war ungefähr 20 Jahre in der Knast. Aber seit deiner Geburt, dann hast du ein tolles Elternhaus, darum bist du wahrscheinlich so kriminell geworden. Genau, ja. Sohn, genau. Oh, du tust mir richtig leid, du. Soll ich dir helfen, richtige Arbeit zu suchen? Ich kann dir da was anbieten. Ja, ich werd dieses Arbeit jetzt lassen, weil ich werde nicht mehr in diese Arbeit arbeiten, weil es ist ein scheiß Job. Ja, das ist ein scheiß Job. Soll ich dir helfen? Ich wollte dir was sagen. Machen Sie weiter. Sie werden eine tolle Nuttensohn sein mit dieses solche Sachen, dass Sie in YouTube stellen, ja? Soll ich dir helfen, Arbeit zu finden? So, ich finde selbst Arbeit, okay? Ja, aber wo ich denn? Keine Hilfe. Wo willst du denn hin ohne Schulabschluss und ohne Ausbildung? Oh, Nuttensohn. Nuttensohn. Dich nimmt doch keiner. Darum will ich dir ja helfen. Dieses Drehung, wie nennt man Deutsch das? Meerschweinchen. Das die jetzt gemacht haben. Stellen Sie bitte in Ihre YouTube-Seite, ja? Ja, du bist so werde ich das. Ja, du bist eine Schande für deine Familie, weißt du das eigentlich? Du verficktes Nuttensohn, geh mal und fick dich am Arsch. Nee, das machst du ja schon. Dieser Typ, der ruft ja alle zwei Tage an, Freunde. Hallo, schönen guten Tag. Hallo, ja. Rosek hier. Den Herrn Fröhlich müsste ich bitte einmal sprechen. Der ist am Telefon, wer ist da bitte? Rosek, mein Name. Ja. Ich rufe an bezüglich der Bonuszahlung der gesetzlichen Krankenkassen. Da hatten Sie ja vor kurzem mal an einer Online-Umfrage teilgenommen und da ja mit angegeben, dass Sie ja wohl leider bisher noch keine Gelder zurückbekommen hatten. Nö, nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Was genau meinen Sie? Na, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal Geld gekriegt hätte von denen. Ja, das sagte ich doch gerade. Das hatten Sie da ja mit angegeben, dass Sie da noch nie was zurückbekommen hatten. Ja. Da aber wohl mal eine Info haben wollten, wie das möglich ist, nicht wahr? Ja, wenn es da eine Möglichkeit gibt, warum nicht? Man muss ja heute überall so viel Geld bezahlen. Ja, ich sag mal, gerade da zahlt man ja immer sehr, relativ viel ein und bekommt relativ wenig wieder raus. Richtig. Bei welcher Kasse sind Sie denn? Dann schauen wir da auch mal eben nach. Ich bin, seit ich denken kann, bei meiner Mama in der AOK gewesen. Und irgendwann bin ich dann da auch selber gelandet. Alles klar. Bei welcher AOK sind Sie denn da momentan Baden-Württemberg. Abgesichert? Okay, da jetzt auch mittlerweile dann alleine, sagten Sie? Ja. Okay, ich schau mal eben, kleinen Moment. So. Sie klingt so gestresst, war der Anruf vorher schlimm? Nein, alles in Ordnung. Nein, ich schaue hier nur gerade. Also 120 Euro kriegen Sie da auf jeden Fall auch pro Jahr immer für die Vorsorge zurück. Nehmen Sie denn bisher immer regelmäßig an Vorsorgeuntersuchungen teil? Nicht so wirklich, weil ich eigentlich nie irgendwas habe. Ich habe mal ein bisschen Schnupfen oder habe mir mal einen Fuß umgeknickt, aber so, dass ich jetzt immer zum Arzt rennen muss, bin ich zum Glück nie gewesen. Okay, das ist aber auch eigentlich schon mal ganz gut. Ich schau mal eben, ob die... Ne, sonst, gerade wenn sie nämlich relativ selten krank gibt, gibt es eigentlich auch sonst immer eine Möglichkeit, über eine sogenannte Beitragsrückerstattung auch nochmal Gelder zurückzubekommen. Was ist das denn? Und das bietet die auch... das ist, wenn man es mal schafft, beim Arbeitgeber ein Jahr lang gesund zu bleiben, dass man nochmal einen gewissen Anteil von monatlichen Beiträgen zurückordern kann. Das bietet die AOK in der Form nur leider nicht an. Die machen das nur über diese 120 Euro Bonus über die Vorsorge. Das ist ja super. Ja, sonst einfach die offene Frage, sind Sie da jetzt irgendwie an die AOK gebunden oder da sonst auch nochmal für eine Verbesserung offen? Weil dann schaut man einfach mal, dass man da auch nochmal was für Sie findet. Also ich sag mal, wenn das jetzt da der letzte Bullshit ist, dann ist das natürlich, und es da was Besseres gibt, kann man sich das natürlich mal angucken. Gibt es denn, ich sag mal, irgendwelche Punkte, die in meiner Krankenkasse auch wichtig sind oder irgendwelche Leistungen, die da für Sie mit übernommen werden sollen? Also ich glaube, das Schlimmste, was einem ja passieren kann, ist, wenn man es mit den Zähnen kriegt. Das habe ich jetzt neulich gehabt, da musste ich zum Notdienst und dann musste der das abschneiden. Das war ganz widerlich. Okay, ja, ich sag mal, gerade das ist halt auch immer ein sehr teurer Bereich. Ja, das hat jetzt ja zum Glück nichts gekostet, weil da nur so eine blöde Alterblase drunter war. Aber wenn das irgendwie jetzt schlimmer geworden wäre, also meine Oma, die ist da immer nur am Meckern. Gut, meine Oma meckert generell immer nur von früh bis spät, egal worüber. Aber ganz besonders hat die es immer mit den Zähnen. Okay,
gut, dann würde ich da auf jeden Fall den Bereich auch schon mal berücksichtigen. Ja. Gibt es da noch weitere Sachen, die Ihnen da wichtig sind? Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Also ich mach ganz viel Sport und Aerobic. Ob man da irgendwie was machen kann oder ob das gefördert wird. Also es gibt ein paar Krankenkassen, die auf jeden Fall Zuschüsse auszahlen für sowas wie, wenn man eben auch jetzt Mitglied in sowas wie einem Fitnessstudio oder einem Vereinssport oder sowas ist. Ja. Dann würde ich das dann auch schon mal nochmal reinnehmen. Ich meine, wir machen das mehr so auf Privatebene. Wir treffen uns da einmal die Woche beim Karl und dann geht das da ab. Aber so auf Vereinsebene wäre das natürlich auch interessant. Okay, dann würde ich das einfach auch schon mal berücksichtigen, damit, falls Sie das auch mal auf Vereinsebene machen wollen, da eben auch schon mal ein bisschen was bekommen. Inwiefern helfen die einem denn da? Einfach dadurch, dass man halt nochmal Unterstützung, also man zahlt ja jetzt irgendwie für, sagen wir, bleiben wir mal beim Vereinswort-Beispiel, kriegt man ja immer, wenn man sich bei sowas anmeldet, hier so eine monatliche Rechnung, diesen monatlichen Beitrag, den man da halt bezahlen muss. Das ist richtig. Und da beteiligen sich einige Krankenkassen nochmal dran, dass sie einen gewissen Anteil davon abnehmen, was halt auch wieder von Kasse zu Kasse in unterschiedlichen Höhen ist. Nur kann man natürlich schon mal schauen, dass man da auch schon mal was rausfindet, wo sie das grundsätzlich schon mal bei haben. Ach so, ich dachte, die helfen einem irgendwie, weil wir haben uns schon mal schlau gemacht, so einen Verein zu gründen, das sind ja riesige Hürden rechtlich. Inwiefern? Naja, man muss so einen Verein anmelden, dann muss man einen Vorstand wählen, man muss einen Kassenprüfer haben. Da wollen die alle schon, dass ich das mache, obwohl ich ganz schlecht mit Zahlen bin. Oh, ich dachte, dass die einem da, aber die geben einem dann quasi nur ein bisschen Geld zurück. Ich dachte, die geben da so logistische Hilfeleistung, weil das ja auch für die Leute gut ist, weil die da sich auspowern können. Ja klar, das machen die aber leider nicht. Die machen das immer nur mit ein paar finanziellen Unterstützungen. Ah. So, dann habe ich hier die E-Mail-Adresse. Oh, jetzt müssen wir eben schauen. sweetcutedorian@gmail.com. Ja, richtig. Der Name ist Programm. Aktuell soweit. Ja. Das ist natürlich schon mal sehr gut. Dann würde ich da mal eben schon mal eine Alternative raussuchen und ihnen dann erst schon mal was vorab per Mail zukommen lassen. Dass ich mir das mal angucken kann. Genau, können Sie übers Wochenende mal ganz in Ruhe drüber schauen. Pack Ihnen auch nochmal eine Rückrufnummer rein. Wenn Sie da irgendwelche Fragen haben, können Sie sich gerne nochmal bei mir melden. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich rede ja nicht gern schlecht über mich, aber es hört jetzt ja gerade keiner zu, der das weitererzählen könnte. Ich bin ganz, ganz schlecht mit dem Papierkram. Können wir das vielleicht besprechen? Ja, da müsste ich jetzt natürlich erstmal was raussuchen. Deswegen würde ich Ihnen das nämlich erstmal soweit auch gerne alles zukommen lassen. Ich meine, ich kann mich dann gerne auch nächste Woche nochmal bei Ihnen melden, wenn Sie da sagen, wann es bei Ihnen am besten passen würde. Dann komme ich da auch nochmal durch. Das wäre auch kein Problem. Sie wollen vorbeikommen? Nee, ich würde da nochmal anrufen. Oh, das wäre jetzt ja auch zu schön gewesen. Ja gut, aber ich weiß ja auch nicht, wo sie herkommen. Das ist wahrscheinlich auch wieder ein bisschen weg. Wo sind Sie denn her? Ich bin aus Nürnberg. Ach ja, aus Duisburg. Mitten aus dem Ruhrpott. Ah, im Potti. Ja, das ist ja gar nicht so, weil vielleicht möchten Sie auch mal zu Karls Fitnessstunde kommen. Ja, kann ich mir auf jeden Fall schon mal notieren. Ja, soll ich Ihnen die Adresse geben von der Webcam? Ach nee, danke, brauche ich da nicht. Okay. Ich würde Ihnen dann erst noch mal die Mail zukommen lassen. Ja. Schönen Tag weiterhin. Danke gleichfalls. Tschüss. Ciao. Hallo, schönen Tag. Spreche ich mit Danci Banki Ran... Oh, bitte, den Nachnamen kriege ich nicht hin. Bandi Randi Rokan. Spreche ich mit Danci? Shandeep. Shandeep, right. Wie kann ich helfen? Do you want to speak with me in English or in German? I adapt to you, my friend. I will adapting. Okay, what is easier for you? I don't care. I don't care as well. We can do combination. We can do Denglish, right? All right. My name is Sascha. Ja, warum Sie angerufen? Genau, my name is Sascha. I'm calling from Excentral, the trading platform. Yeah. And the reason for my call is you opened an account with us a few days ago. And yet maybe, right? Yeah, and yeah, I just wanted to welcome you and to ask you what was the reason for you to sign up with us. Yes, I was trying to get an insighting of online trading, but I don't understand anything, right? Okay, so do you have any experience with online trading? No, I don't. I'm buying and selling on eBay, but that's it. Okay. So, I mean, the thing is, I mean, we have a lot of clients which they don't have any experience with trading. Right. Yeah. So, and after the account activation with us, the first thing we do is every new client gets and senior account manager, let's say. Okay. It's like the personal consultant
let's say. And the first thing he does is to make a platform call and to show the client how does everything work. Means how the platform looks like, what does all the graphics and numbers mean, how can I find my product, let's say Bitcoin or Amazon stock or whatsoever. I'm not sure. How can I open a how can I open and close trades and which tools I have to reduce or to control the risk. Oh, that's very, very much input, very, very much to learn, right? It's not. I think it's basically 15 minutes. 15 like minutes? 15, 20 minutes. I mean, it looks more complicated than it is. Oh, really? I mean, we have... Well, I try to do the Googling, I find more information than information about how the universe was created, right? Yeah, I mean, listen, we have on our website, we have a part, it's called education. Oh, education, very important for all the people. I think so. Right. So and there we provide some videos, which you can use. It's for beginners and also for experienced ones, and to get a first impression and look into that. My friend, how long are you working today? How long I am working today? Right. Until 5 o'clock. Until 5. That's very unfortunate because I have to do baking for cake for birthday of my daughter right now. Yeah. Can you? But I mean, I can come. Yes. Can we arrange call back later or to? Yeah. At which time, please? I mean, I sit in my home office anyway, so for me it's no problem. You know. That's home office. Can we do a call on Thursday, right? On Thursday? Thursday, right. Okay, which time? Morning time. When are you starting? At 8 o'clock. Right. German time or Indian time? German time, yeah. German time, right. No, German time. Got Where many do you sit? Huh? I'm sitting in front of computer right now. Yeah, but do you? In which country do you sit? Germany, right? Not sure. Are you sitting in Germany? Yes, I am. Are you? I am, yes, I do. Very good. Why are you asking, right? Because you asked it about Indian time, and that confused me. Yes, I got very many people calling from India because they're a business trading company, anything like that. So better to ask, okay. But it's not that I am asleep when you're calling. That would be not very polite, right? Absolutely, yeah. So which time do you prefer on Thursday? Let's start at 8, right? So we got plenty time ahead of us. Yes, exactly. But I'm not the one who's doing the platform call, if you mean that education part. Oh, but you sound very nice man. I'm sure a nice man, but this is not part of my job. Part of my job is to give the first information. All right. To assist while activating the account and the rest doing our account manager. Oh, okay. But anyway, so we can do Thursday 8 a.m., right? I can do, yeah. Okay, you wanna do it in German then, or you wanna stick to the English? I don't mind, man. I don't mind either. We will do it spontaneously, right? Dann können wir es auch in Deutsch machen. Mir ist das egal. Ja, wir können auch Deutsch machen. Dann Donnerstag bei Deutsch machen und Freitag Hindi machen. Ja, Hindi muss ich noch üben. Also, das ist gut, wichtige Sprache. Viele Menschen bei Indien leben, kann man bei vielen Menschen Kundschaft machen. Ja, wenn ich mal nach Indien ziehe, dann denke ich drüber nach. Ja, dann, wenn meine Brüder bei Botschaft arbeiten, da kann man Visa helfen, okay? Dann, wenn Tourismus machen, ist kein Problem. Bei Bombay Region, meine Familie Gold Farm, da kann man Zimmer kriegen. Okay, keine Problem. Ich komme drauf zurück vielleicht. Wir bei Donnerstag bei reden, ja? Alles klar, 8 Uhr morgens, ja? 8 Uhr, 8 Uhr. Ich gehe mal sehr früh aufstehen, weil man die Ziege melken, right? Ach komm, ey. Ja, wir alleine. Ja, Ziegefarm haben. Okay. Gut. Und dann bei Donnerstag. Alles klar, wir hören uns am Donnerstag. Ja, wiederholen. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Ich guck mal, wer wieder anruft. Ich muss jetzt leider echt was machen, Leute. Wer ist da? Peter Meyer am Apparat. Ja, Herr Meyer, freut mich, dass Sie anrufen. Super, lieber Herr. Es freut mich sehr, das zu hören. Also, ja, ich werde auch Ihnen kurz erklären. Ich rufe Sie von einer Anlageberatungsfirma, die eng mit Finanzmarkt arbeiten. Und ich möchte mit Ihnen die neueste... Wie bitte? Wie bitte?
Was haben Sie gesagt? Also ich ich werde Ihnen kurz erklären. Wer schreit denn da bei Ihnen so? Das ist total laut bei Ihnen. Okay. Ich rufe Sie von einer Anlageberatungsfirma, die eng mit Finanzmarkt arbeiten. Und ich möchte mit Ihnen die neue Gelegenheit über Finanzmarkt zu teilen. Also. Ja, aber warum schreien die Leute bei Ihnen da so? Das ist sehr unangenehm. Hallo. Ja, das ist so laut, dass Sie auch nicht verstehen, was ich sage. Warum schreit ihr da alle so? Ah, es ist so laut hier, ja. Ja, ja, okay. Deswegen. Also, ja, okay. Können Sie mich hören jetzt? Ja, hören kann ich Sie schon, aber das Geschrei im Hintergrund ist ja wie im Hühnerstall. Ja, okay. Brennt's bei Ihnen? Sind Sie schon Hallo, können Sie mich hören, Herr? Ja, wie ist denn dein richtiger Name, sag mal? Ja, okay. Sind Sie schon vertraut mit Finanzenmarkt? Mit was bitte? Mit Schwarzmarkt? Ja, da habe ich immer meine Zigarettenstumpen verkauft. Nein. Lieber Herr, lassen Sie mich erstmal auszureden, bitte. Sind Sie schon vertraut mit Finanzenmarkt? Ja, mit dem Schwarzmarkt bin ich vertraut. Finanzenmarkt, ja? Aha. Super. Wie ist denn dein richtiger Name, sag mal? Okay. Frage zu schwierig, ich merke das schon. Also, okay, es gibt kein Problem, ja. Also... Ja, bitte? Also... Was möchten Sie denn von mir? Für was, welche Erfahrung haben Sie bis jetzt? Also, schlechte Erfahrung oder gute Erfahrung? Meerschweinchen. Ausschließlich. Schlechte Erfahrung, ja? Mit Finanzenmarkt? Nein, Meerschweinchen. Also, Sie haben gute Erfahrung, ja? Ja, natürlich. Das freut mich sehr, lieber Herr. Was ist bei dir schief gelaufen? Okay. Also, mit wem haben Sie das gemacht? Alleine oder mit einem Broker? Mit meiner Frau zusammen. Mit Ihrer Frau zusammen, ja? Es freut mich sehr, lieber Herr. Ja, du bist ein sehr glücklicher Mensch, hä? Okay, ja. Bestimmt mit einem Applikation, ja? Mit was bitte? Bestimmt mit einem Applikation, ja? Was ist das? Mit Finanz, ja. Finanz, ja? Mit Bianz, ist das Italienisch? Ja. Mit Bianz, ja? Hablo Italiano. Hallo? Auch nicht, ne? Was sprechen Sie denn für eine Sprache gebürtig? Lieber Herr, meine Frage an Sie ist, seit wann haben Sie angefangen? Zwei Tage. Zwei Tage? Ja. Ja, definitiv. Sehr gut. Also, mit welchem Instrument haben Sie gehandelt? Also mit Bitcoin, Rüstock? Ne, also ich habe ja im Prinzip eine Violine, ne? Was für ein Vollidiot, Freunde. Ja, gerne ein wenig mit Ihnen die Eckdaten besprechen. So, ich habe gerade gar nichts verstanden. Können Sie bitte noch einmal sagen? Das ist gerade sehr laut bei Kuchen gewesen, wegen der Kuchen. Kein Problem. Sie hatten mitgeteilt, dass Sie Interesse an einer Photovoltaikanlage haben, beziehungsweise also Solaranlage, beziehungsweise sich hierüber mal informieren möchten. Ja, Foto immer sehr gut. Ja, Photovoltaik, genau. Und ich kann mit Ihnen gerne ein wenig die Eckdaten besprechen und dann grobe Informationen geben. Ja. Und dann können wir die Anfrage an die Solarinstallateure aus Ihrer Region weitergeben, die Sie auch kostenfrei und unverbindlich beraten können und Ihnen auch mal ein kostenfreies und unverbindliches Angebot bereiten können. Ja. Das ist sehr gut. Ja, super. Einmal zum Adressabgleich, das ist die Mariendorfer Damm 179. Right. In Ja. Ist das korrekt? Ja, das ist richtig. Ja. Haben Sie ein Ein- oder ein Zweifamilienhaus? Das sind viele Menschen, die hier leben. Also ein Mehrfamilienhaus? Ja. Mhm. Und wie viele Parteien, also wie viele Wohnungen hat es das Mehrfamilienhaus? Das ist eigene Wohnung. Menschen wohnen. Alles klar. Wer sind Sie der Eigentümer von dem Mehrfamilienhaus? Nein. Wer ist denn Eigentümer? Der Mimon.
Also es ist so, der Eigentümer muss davon Bescheid wissen, wenn sie Photovoltaikanlage installieren möchten, und er muss da auch das Einverständnis geben. Ja, das ist ja egal, dass sie ihren eigenen Vertrag machen, right? Okay, aber der Eigentümer von dem Haus muss das wissen, weil sie installieren die Anlage ja dann auf dem Dach. Und das Dach gehört ja nicht ihnen. Das Dach gehört ja dem Eigentümer. Ja, das große Balkon haben, mir dahin stellen. Ah, sie möchten nur für den Balkon. Es ist so, dass die Angebote von unseren Fachpartnern sind spezialisiert, dass man so eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installiert. Ja, wir können auch Dach nehmen. Ich habe große Leiter, das ist kein Problem. Das auch machen, diese. Genau, aber da muss der Eigentümer erst Bescheid wissen. Da müssen Sie den Eigentümer fragen, ja, das, ob Sie das... Jucken. Das ist ein guter Kumpel, das ist kein Problem. Das ist der Schwager von meinem Bruder. Okay, das heißt, das Haus gehört einem, Ihrem Bruder. Ne, das ist Schwager von meinem Bruder, das ist der Mimon. Und das ist kein Problem. Okay, das heißt, Sie sprechen ja auch nochmal mit ihm. Ja, wir jeden Tag reden. Jeden okay. Tag sprechen. Okay, right. Wie alt ist denn das Dach? Den Dach, das haben den bei 3 Jahren neu machen. Okay, und die Ausrichtung der Dachfläche geht in den Süden? Keine Ahnung. Keine Ahnung, das Dach ist oben und dann flach gehen runter beiseite. Okay, und wie viel Quadratmeter hätten Sie denn auf dem Dach zur Verfügung? Den Hausen ist 33 Meter hoch gebaut. Okay, also ungefähr. Und wie hoch war Ihr Stromverbrauch bisher gewesen? Den was bitte? Der Strom, wie viel Strom verbrauchen Sie denn im Jahr? Zu viel. Wir haben zu viel Elektrik bei Wohnung. Darum wollen wir eigenes Anlage haben, weil das immer Menschen anrufen, sagen, man muss den Stromvertrag machen. Ja, genau. Und wie viel zahlen Sie denn monatlich für Strom? 70 Europa, right? Ja, das... Ja. Ja. Ist das und, in Ordnung? Ja, das ist okay. Ja. Und wann möchten Sie denn das Ganze umsetzen? Gestern am besten, aber nichts geht, oder? Also so schnell wie möglich. Right. Alles klar. Dann erkläre ich Ihnen noch die nächsten Schritte der Angebotserstellung. Und damit Sie auch nur zur Bearbeitung Ihrer Anfrage kontaktiert werden und keine unerwünschten Anrufe erhalten, würde ich Ihnen gerne ab jetzt die nächsten Schritte erklären und ab jetzt das Telefonat aufzeichnen. Ist das okay für Sie? Ja, wenn es auch für Sie bei Ordnung, dann hätte ich keine Probleme. Ja, alles klar. Ja. Okay, Herr Benker, dann wird ab jetzt aufgezeichnet, wie es weitergeht. Und zwar werden Sie nur zur Bearbeitung Ihrer Anfrage für die Solarangebote kontaktiert. Und dabei werden sich im nächsten Schritt bis zu 4 Unternehmen sich telefonisch oder per E-Mail bei Ihnen melden. 4 Leute? Ja, maximal 4 Unternehmen, genau. Ja, und bei welchen muss man dann Bestellung machen? Genau, Sie bekommen dann 4 verschiedene Angebote von 4 verschiedenen Unternehmen und ja? Dann können Sie sich für das Beste, was Ihnen am besten zuspricht, entscheiden. Ja, und welches von denen was anrufen, welches den Besten? Also alle Fachbetriebe sind gut, aber manche haben natürlich, vielleicht kommen Sie mit manchen besser voraus und es sind auch Fachbetriebe aus Ihrer Region dann. Ja, können oder Berlin? Berliner? Genau, aus Berlin. Oh, sehr gut. Und es können auch größere Anbieter sein wie Vattenfall oder E.ON Energie Deutschland, weil das sind die immer bei mir anrufen. Ach, okay. Das heißt, die möchten Sie nicht, dass Sie die kontaktieren, E.ON und Vattenfall? Ja, man kann hier mal gucken, was die bringen, weil das immer so komische Leute von denen anrufen und wollen Vertrag machen. Right? Okay. Das ist wie indische Mafia. Ja, das stimmt. Genau, also Sie bekommen dann vorher nochmal eine E-Mail von uns mit allen Informationen zu den Firmen und in der E-Mail steht dann auch nochmal drin, wie Sie Ihr Einverständnis jederzeit widerrufen können. Sind Sie denn so einverstanden mit dem Vorgang? Ich kann kein Wort verstehen. Also nur Sie mit E.ON, das ist denen nicht so gut und wie indische Mafia, dass wir Einigung machen. Okay, also möchten Sie, dass E.ON Sie kontaktiert wegen der Photovoltaikanlage oder nicht? Ja, ich will deine Zeit nehmen.
Okay, super. Dann zur telefonischen Erreichbarkeit. Ab wie viel Uhr sind Sie denn am besten telefonisch erreichbar? Ah, 16 Uhr, das wenn ich arbeite. Fertig, Uhr? Frau bei Badewanne und Kinder im Bett schlafen, da kann man reden. Alles klar, super. Right. Dann bedanke ich mich für die Infos und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, und was war jetzt der Sinn von dem Anruf? Ich habe den nicht verstanden. Genau, also wir geben die Anfrage, ich habe ja jetzt die Daten von dem Dach abgefallen, jetzt geben wir diese Anfrage an die Fachbetriebe bei Ihnen vor Ort, also aus Berlin, weiter und die Fachbetriebe kontaktieren Sie dann, um Ihnen kostenfrei und unverbindlich die Angebote für die Photovoltaikanlage zu geben und zu machen. Right. Okay? Ja, alles das ist sehr gut. Super, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Ja, auf Wiederhörung. Danke, gleichfalls. Tschüss. Wiederhörung. Auf Wiederhörung. Ignaz Geldbaum. Ja, um was geht es denn dabei? Na, es geht ja hier um die 100.000 Euro, die verlost werden. Das ist großartig. Ich mag Geld, wie auch mein Name sagt. Ja, wer mag Kleingeld? Geld kann jeder gebrauchen. Ja, ja, Geld ist sehr gut. Ja. Herr Geldbaum, Sie sind aber noch mit in unserer Zusatzrunde gekommen. Diese nennt sich Premium Typ 49, startet am 17.08., geht für zunächst 3 Monate. Spielen Sie in unserem kleinen Team von insgesamt 180 Teilnehmern, spielen wir gemeinsam beim Premium Typ Pro. Was wird denn gespielt? Ich mag Schach gerne. Schach? Nee, Schach nicht. Es geht ums ganz normale staatliche Lotto, Herr Geldbaum. Ach so. Ja, aber das ist auch was Tolles, Lotto. Das ist nicht so spannend wie ein gutes Partie Schach. Sagen Sie das nicht. Ja, Schach ist auch spannend, das stimmt. Ich habe hier ein Schachspiel mit Otterfiguren. Hm? Mögen Sie Schach? Nee, ich mag keinen Schach. Habe ich auch noch nie gespielt. Oh, sehr schade. Sie verpassen. Ja? Ja. Wie gesagt, haben Sie jeden Samstag noch Ihr persönliches Tippfeld. Da können Sie auch mit Ihren Zahlen noch gewinnen, ja? Wenn Sie möchten, gibt es eine Internetseite, die heißt Online-Schach. Wir uns zusammen anmelden und eine Runde über Telefon spielen, ich Sie beibringen. Ah, so. Ah, Sie wollen mir das Schachspiel lernen, ne? Ja, natürlich. Ja? Ich habe einen gebrochenen Fuß und kann ich nicht laufen, dann können wir Schach spielen. Was haben Sie gemacht? Sind Sie gestürzt? Nein, einer kam nicht damit zurecht, dass er verloren hat und dann bin ich die Bank heruntergefallen. Au! Das war nicht schön. Nee, das glaube ich. Und alle denken, es ist meine Schuld, weil ich ihn so fertig gemacht habe. Aber ich kann nichts dafür, dass er so schlecht gespielt hat. Das ist richtig. Ja, und Sie müssen jetzt dafür bluten, ja? Nein, ist nur gebrochen, keine offene Bruch. Naja, aber das reicht doch. Das tut doch auch weh. Und gerade jetzt bei dem Wetter ist doch das auch nicht schön, wenn man einen Gipsfuß hat, oder? Nein, sieht sich auf Terrasse. Ventilator wird auf den Fuß, sonst würde der platzen. Ach so, ist bei Ihnen so heiß, ja? Nein, aber Gips sehr warm macht. Gips ist sehr warm, natürlich. Darum sag ich ja, das ist ja unangenehm bei der Wärme, ja? Ja, das ist nicht schön. Und jetzt suche ich verzweifelt nach ein paar Schachpartner, dass die Zeit herumgehen kann. Ja? Gibt es bei sich jemanden, der Kaffeeschach mag? Nee, gibt's nicht. Geldbaum, Sie haben keine Zeit zum Schachspielen. Na, nicht gut. Ganzen Tag telefonieren. Ja, wir sind den ganzen Tag da, von 8 bis 20 Uhr. Oh, so lange müssen Sie arbeiten. Oh, weh. Ja. Und Sonnabend auch, bis 14 Uhr. Das ist nicht gut. Da müssen Sie eine Gewerkschaft gründen. Ach. Haben Sie Betriebsrat? Ich kann Sie beraten. Nee, das brauchen Sie nicht. Wir sind ja gut versorgt, Herr Geldbaum. Aber trotzdem danke. Ja, ich finde es wichtig, dass Menschen sich im Arbeitsrecht organisieren. Ja, genau. Ja, wie gesagt, eine Tippreihe kommt noch oben drauf, Ihre persönlichen Zahlen. Sie setzen pro Ziehung gerade mal nur 2,41 Euro ein, im Monat komplett für alle Scheine 59,50 Euro, ja? Das habe ich verstanden. Und nehmen auch noch an unserem Premium-Card-Sparprogramm teil. Hier sammeln Sie zusätzlich Punkte und die können Sie gegen attraktive Markenprodukte eintauschen. Was gibt's denn da? Na, da, wie gesagt, gibt es noch eine kleine Broschüre, zum Beispiel aus den Bereichen Küche, Haushalt, Bad, Werkzeuge, Garten, Technik, Multimedia und mehr, ja? Haben Sie Rasenmähung? Meine Rasenmähung ist kaputt gegangen. Ach, na, sowas wird da auch mit bei sein. Wie viel kostet so eine Rasenmähung? Können Sie durchführen?
Da sammeln Sie Punkte und die können Sie dann gegen attraktive Markenprodukte eintauschen. Und wie viel ist Punkte? Kostet ein Rasenmäher? Das steht alles in den Unterlagen drin. Oh weh, aber ich muss das doch vorher wissen, damit ich die Wertigkeit Ihres Angebotes einschätzen kann. Kann ich Ihnen nicht sagen, was da so ein Rasenmäher, wie viele Punkte Sie brauchen. Sie sammeln ja dafür Punkte. Oh weh. Ja, Bonuspunkte sammeln Sie ja dafür. Das habe ich verstanden. Ja, Geldbaum, wie gesagt, geht 3 Monate, August, September, Oktober. Alle Gewinne bekommen Sie, alle Geldbeträge aufs Konto überwiesen. Und dann gibt es den Rasenmäher. Die 59,50 werden dann vom Konto gebucht. Und für den Rasenmäher können Sie, wie gesagt, Bonuspunkte sammeln, steht aber in den Unterlagen, die Sie zugeschickt bekommen. Können Sie einmal nachfragen, bitte, wie viele Punkte sein Rasenmäher kostet? Habe ich jetzt keine Möglichkeit. Das läuft über eine andere Abteilung. Kann ich auch nicht verbinden. Und wie gesagt, Sie kriegen ja die Broschüre, wo die Beispiele drin sind, was man nehmen kann. Und da stehen ja auch die Punkte mit bei. Ja, aber ich kaufe doch nicht die Katze in Katzenkäfig. Ich kaufe doch nicht die Katzensack. Es geht ums Lottospielen, Herr Geldbaum. Ja, deswegen. Aber ich will ja die Punkte haben. Ja, dann kriegen Sie doch die Broschüre. Die haben Sie doch mit in den Unterlagen. Ah, wir müssen einen guten Deal machen. Sie mir noch einen Bonus geben. Ich kann hier keinen Bonus geben, doch. Herr Geldbaum. In der Tiefe Ihres Herzens können Sie. Ich kann hier keinen Bonus machen. Herr Geldbaum, dürfen wir Sie natürlich jederzeit widerruflich mal anrufen, wenn wir interessante Angebote haben für Tageszeitungen oder Zeitschriftenabos. Können Sie mir denn dann überhaupt sagen, was die kosten, oder ist das auch eine andere Abteilung? Da hatte ich Ihnen noch genannt den Betrag, 2,41 Euro pro Ziehung für alle Spielscheine im Monat 59,50. Nein, die Zeitschriften, wie viel kostet? Ist guter Preis? Die aktuelle, die Sie lesen? Ja. Ja, das ist alles eine andere Abteilung. Ich mache hier keine Zeitschriften. Oh, hier ist die Abteilung für Gewinnspiele, Herr Geldbaum. Das ist alles unterteilt und da kann ich auch nicht reinschauen, was die kostet. Ja, können Sie mich einmal verbinden? Ich habe hier keine Möglichkeit zum Verbinden, hatte ich doch schon gesagt. Dann bitte Nummer geben. Vielen Dank. Ich habe hier keine Möglichkeit, eine Nummer rauszusuchen. Oh, weh. Sie sind Leser mit der Zeitschrift im Abo. Da haben Sie das Begrüßungsschreiben bekommen und haben auch, wie gesagt, drinnen zu stehen, was die Zeitschrift kostet. Herr Geldbaum, Sie haben ja meine Frage noch nicht beantwortet. Für weitere Angebote für Tageszeitungen oder Zeitschriften, dürfen wir uns da mal innerhalb des Jahres melden? Ah, nur wenn Sie mit mir Schach spielen. Ach, Herr Geldbaum. Mit Geldeinsatz, ich will Sie fertig machen. Ich spiele immer um Geld. Ich spiele aber kein Schach, also können Sie mich auch nicht fertig machen. Na doch, dann ist es umso leichter. Naja, gut. Gib mir dein Geld. Herr Geldbaum, Sie kriegen dann die, Sie nehmen an der Verlosung teil. Wie gesagt, im Gewinnfall kriegen Sie Post und ich wünsche Ihnen dann gute Besserung und für Sie dann noch einen schönen Tag, ja? Ja, auf Wiederhören. Ja, tschüss. Viecher, ey. Klar. Okay, gut, sehr schön. Spreche ich gerade mit Dimitri Putinov? Putinov, ja, wer ist da? Ja, Sonja Müller am Apparat. Schön zu erreichen, Herr Putinov. Na, was geht? Ja, also, ja, ich sag's Ihnen gleich. Also, ich melde mich von der Firma European Stock. Von was? Der Grund, warum ich... Von der Firma European Stock melde ich mich. Von der Taubenversicherung? Können Sie mal langsamer sprechen, ich kann gar nichts verstehen. Von European Stock, mein Lieber. Was ist das? Können Sie das mal buchstabieren? Ich versteh's wirklich nicht, sorry. Wie verstehe das nicht? Nee, das Wort, was Sie sagen. Welches Wort wollen Sie sagen? European Stock, habe ich gesagt. Okay. Genau. Und der Grund, warum ich Ihnen jetzt gerade eben angerufen habe, hören Sie mich? Ja, ich höre zu. Okay, in Ordnung. Und der Grund, wie gesagt, warum ich Ihnen jetzt gerade eben angerufen habe, ist ja, weil Sie haben eine Registrierung gemacht. Und also das war, glaube ich, für Kryptowährungen. Und Sie wollten halt also bei dem Online-Trading mitmachen, gell? Aha, richtig. Genau, und ich bin hier also Ihre Besprechpartnerin, um Ihnen weiterzuhelfen, wie Sie das Ganze machen können, Herr Putinov. Also, was machen? Herr Putinov, ja, über das Ganze, was Sie also diese Registrierung gemacht haben. Also ich bin Ihre Besprechpartnerin, um Ihnen weiterzuhelfen, wie Sie das Ganze machen können. Was machen? Ja, also wie gesagt, Herr Putinov, Sie haben sich also registriert und das war für Kryptowährungen. Also Sie waren interessiert, für Kryptowährungen zu machen. Dogecoin. Genau.
Also, warum haben Sie mich da mit Lautsprecher gelassen? Weil habe ich was gemacht? Sie haben mich mit Lautsprecher gelassen. Nee, ich habe Sie nicht für den Lautsprecher verlassen. Ich bin treu. Was sind Sie nochmal? Treu. Was meinen Sie mit treu? Ja, so wie ich das gesagt habe. Wo bist du denn weggelaufen, sag mal? Meinst du jetzt? Ich verstehe ihn wirklich nicht. Ich verstehe auch nicht, was du die ganze Zeit sagst. Welche Sprache sprichst du? Ich spreche ja Deutsch jetzt im Moment. Ja, aber Muttersprache. Was ist deine Muttersprache? Paruski? Nein. Nicht. Italiener. Italiener, oh cool. Sind hübsche Frauen. Ja, genau. Also wir reden eigentlich nicht über hübsche Frauen, sondern wir reden jetzt hier. Ja, wir reden hier, Herr Putinov, über das, was Sie gemacht haben, über diese Registrierung. Ja, was muss ich machen? Ja, also, so wie ich gesagt habe, wenn ich Sie fragen darf, was haben Sie eigentlich da gesehen? Hallo? Ich habe das wieder nicht verstanden. Was ist los mit dir? Sag nochmal. Ja, also. So wie ich auch gesagt habe, bis jetzt habe ich tausendmal wiederholt. Ich wiederhole es jetzt nochmal, zum letzten Mal. Leute, wie frech also, bist du denn? Hab mal Respekt. Hab mal Respekt vor der Autorität, Blatt. Kein Schulabschluss, also aber hier am Telefon den Lauten machen. Was ist los mit dir? Was reden Sie eigentlich da jetzt? Ja, komm, du gehörst doch zu den Figuren, du bist so dumm, du beschwerst dich beim Hersteller, dass Löcher im Nudelsieb drinnen sind. Du wolltest eines ohne Löcher haben. Ja, guck mal, hast du es mir überhaupt verstanden oder lachst du jetzt aus Gewohnheit? Nein, nein, Mann, ich hab's nicht verstanden. Ja, jetzt hab ich mir gedacht, du isst auch keine Nüsse, weil du Angst hast, dass dann ein Baum in deinem Bauch wächst. Warum ne? soll ich das essen? Warum soll ich das essen? Wer so ein Gehirnfutter? Es nennt sich ja nicht umsonst Studentenfutter. Ich glaube, du könntest das gut gebrauchen bei deiner Matschbirne. Gib mir mal deinen Chef oder irgendjemanden, der richtig reden kann. Du bist ja nicht normal in dem Moment. Ach, echt? Ja, los, gib mir deinen Chef. Wenn du das möchtest, dann kann ich dir geben. Ja, gib mal her. Dabei. Alter, was für eine Gesichtskröte. Das ist unglaublich. Jetzt. Ja, nichts Schlimmes. Mir geht es um die Auswirkungen der Gesundheits- und Zahnreform. Und was? Da wollte ich mal nachhören. Um die Auswirkungen der Gesundheits- und Zahnreform. Da wollte ich bei ihm mal nachhören, ob Sie schon eine private Vorsorge für die Zähne haben treffen können. Nein, habe ich nicht. Ja, noch nicht drüber nachgedacht, sondern nicht zugekommen. Nie drüber nachgedenken. Ja, weil Zähne sind so eine Geschichte, sehr schnell, sehr teuer. Ne? Oh. Ja. Und da macht ja unsere gesetzlichen Krankenkassen, die zahlen nur noch maximal 70% für Zahnersatz. Den Rest muss man aus eigener Tasche bezahlen. Ich hätte gedacht, die ist mehr, was man selber zahlen muss. Immer so teuer, der Mist. Naja, wenn Sie mal überlegen, Implantate kosten ungefähr 3.300 Euro. Eins. Ein was? Ja. Ein Implantat. Was ist das? Das ist, wenn der Zahn in den Kiefer gebohrt wird. Der Stift. Ah, das und da tut kommt doch dann weh. Eine Krone. Das tut weh, ja. Das kann man ja unter Narkose machen lassen. Aber dieser Stift kostet zum Beispiel 3.300 Euro. Davon zahlt die gesetzliche Krankenkasse 416, den Rest muss man selber bezahlen. Nicht nett. Nee, nicht nett. Deswegen gibt es ja Zahnzusatzversicherung, die Kosten auffangen. Genauso Zahnreinigung zahlt man mittlerweile auch selber, im größten Teil. Ja, diese professionelle Zahnreinigung, die ist bei mir immer grenzenlos mit drin. Da können Sie oft zur Zahnreinigung gehen, wie Sie wollen. Die Kosten übernehme ich zu 100% komplett. Sie selber oder was? Nein, die Barmenia. Der was? Ich selber. Die Barmenia. Wer ist das? Das ist eine Versicherung für Zähne. Ach so. Dachte, Sie rufen an von Zahnarzt. Nein, von der Versicherung rufe ich an. Okay. Bin ich noch nicht ganz wach. Sie sind noch nicht ganz wach. Ja, klar. Okay. Darf ich mal fragen, haben Sie noch alle Zähne oder fehlen Ihnen schon welche? Oh, eine weg, der andere weg. Na, wie viel sind denn gesamt weg? Oh, weiß ich nicht. 3, 4? Mehr? Naja, wenn Sie mehr als 4 fehlende Zähne haben, dann haben wir das Problem, dass sich keiner mehr versichert. Deswegen frage ich so genau nach. Ach so. Ja, sind die komplett wirklich weg oder sind die schon ersetzt worden? Ja, richtig. Also weg und dann hier so ein wie sagt man? Eine Brücke. Also, genau, das Ding haben die drauf gemacht.
Ah, okay. Das heißt, wenn Sie jetzt einmal mit der Zunge über die Zähne fahren, oben und unten, dann haben Sie keine Lücke. Nein, nein, ist alles da. Sieht gut aus. Dann, aber ist halt nicht dann, echt. Ja, das macht ja nichts. Ja, Hauptsache, es ist voll, ist wieder voll im Mund, ne? Ja, klar. Nicht, dass der Wind, nicht, dass der Wind durchpfeift. Der war gut. Ja, aber Sie leben natürlich auch in Gefahr, ne? Weil wenn Sie eine Brücke haben, diese Brücke ist an zwei Zähnen befestigt. Richtig. Und wenn sich einer, woher wissen Sie genau, das? Naja, das ist mein Job, das zu wissen, dass sowas ist. Ach so, ist immer so. Genau. Und wenn Sie einen, wenn jetzt ein Zahn abbricht, wo die Brücke dran befestigt ist, dann muss die ganze Geschichte im Mund neu gebaut werden. Muss was dann? Dann muss es neu gemacht werden. Weil wenn der eine Zahn, wo die Brücke dran ist, das ist ja wie bei der Autobahn, ja? Das ist ja links ein Pfeiler, rechts ein Pfeiler, oben drüber ist die Straße. Also das hört sich fast an wie ein Lied. Ja, fast. Links ein Pfeiler, rechts ein Pfeiler, da, 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 da. Ah, ist genau. Guter Tag heute. Ja, schön, super. So, aber wie gesagt, Zähne absichern für 24,90 können Sie Ihre Zähne absichern auf Zahnersatz, egal ob Sie mal Implantate, Brückenkronen, Prothesen bekommen und Sie haben immer die grenzenlose Zahnreinigung mit drin. Da kommt einer Zähne putzen oder was? Nee, dann gehen Sie zum Zahnarzt und der macht eine professionelle Zahnreinigung. Danach sehen die Zähne wieder fast aus wie neu. Aber das kann ich doch selber machen, jedes Abend, jedes Mittag, jedes Morgen. Ja, na klar, logisch, normales Zähneputzen schon, aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Zahnstein haben, ja, das wird in der professionellen Zahnreinigung entfernt. Kenne ich nicht. Das sind diese gelben Ablagerungen auf den Zähnen. Habe ich nicht. Wenn Sie Kaffee trinken, Zigaretten rauchen, dann kommt das in der Regel. Nur Wodka. nur Wodka, ja, der desinfiziert dann automatisch, richtig. Ist so. Ja. Ist keine Lüge, ja. Der macht das wirklich. Ja, ja, ich weiß. Alles gut. Finde ich auch. Wie gesagt, ja, also wie gesagt, 24,90 € können Sie Ihre Zähne absichern. Auch von meiner Frau oder was? Ist wie bei Familiengesicherung? Jetzt ist er weg. Hallo? Bratan? Okay, meine Frau will ihn nicht versichern. Schade. Der aufgelegt. Auf wieder eine sehr seriöse Nummer.